Gibt es eine Grenze für die Namenslänge? Ja. Ich weiß nicht, wenn das Bildschild passt. Besonders gut lesen kann man es auch nicht. Sehr gut. Dann ist doch perfekt. Kann niemand was sagen. Wir haben niemanden irgendwie komisch genannt. Nein. Musst du das noch in der Folge rausschneiden? Nie tun. Würden wir nie tun, dass wir hier irgendwie Leute ganz komisch nennen. Was wollen sie machen? Mark, Markus? Nein. Ich hätte jetzt nur Mark. Achso, deswegen meinst du mit der Länge. Ich dachte schon, das war so. Selina ist doch gar nicht so der lange Name, aber du meinst wegen Mark. Ja. So. Ich habe gefragt, ob ich ihn bei seinem vollen Namen nennen kann, aber. Der volle Name. Ich glaube, wir haben die Insel soweit abgearbeitet. Ja. Das bedeutet, wir können weiterfahren. Stimmt. Übrigens, wir sind jetzt im Besitz verschiedener Farben. Okay. Und das bedeutet, wir können jetzt, die Flagge zum Beispiel anmalen. Ja. Hä? Also nicht, ob ich mich mit dem Mischen auseinandersetzen möchte. Wie willst du denn, wie wollen wir denn die Fahne, wie möchtest du die denn haben, deine Fahne? Ahnung. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung, gibt's nicht. Aber ich weiß es doch nicht. Die ist ja schon rot. Ja. Weil ich nur rot hatte. Guck mal. Arr. Ja. Andersrum vielleicht. Was meinst du andersrum? Naja, schwarzer Hintergrund, ein weißer Schädel. Ach so. Arr. So? Naja, so wäre es halt klassisch. Gut. Und jetzt kann man nämlich die Kisten zum Beispiel auch anmalen, je nachdem welche... Kann man nicht irgendwie auch hier den... Wie lösche ich das denn wieder? Ist ja alles Müll hier. Ich will gar kein Muster. Ich will kein Muster. Wie kann ich das Muster wegmachen? Muster ist Heslon. Weiß ich nicht. Egal. Ja, wir können jetzt nämlich auch die Kisten zum Beispiel anmalen oder damit die Farbe zeigt die Rohstoffe an zum Beispiel und sowas, weißt du? Das lässt sich damit alles machen, dass wir mehr Ordnung und Struktur reinkriegen. Ordnung! Ordnung und Ordnung. Genau. Och, horizontal. Hab ich das schon mal erwähnt? Hä? Haben wir schon mal festgestellt, dass die Kochkiste voll ist? Nee, habe ich noch nicht gehört. Gut zu wissen. Aber bau doch eine neue Kiste. Mach eine Kiste mit gekocht und ungekocht zum Beispiel. Oder pflanzlich und tierisch oder so. Ja. Also für die Veganer, falls mal Veganer zu Besuch kommen oder so. Meinst du vegane Haie und sowas? Mhm, genau. Dann können wir die halt sagen von wegen, ja, kann sich hier aus der veganen Kiste bedienen. Fische sind Freunde, kein Futter. Beste Freunde sind Grüße. Oder so. Oh Gott, vor uns voraus. Große Struktur voraus. Ja. Siehst du sie schon? Nein, jetzt. Wenn ich runter gucke, das kennst du doch schon. Gucken. Den Daumen. Von der Daumen. The Dome. Den kennst du schon? Ja. Okay. Da waren wir schon mal im Stream oder so. Das kann gut sein, dass wir da schon mal im Stream waren. Aber das ist ja auch das Letzte, was ich denn kenne. Und das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das erkundet haben, weil die ist ja noch größer. Ich meine, die ganzen Sachen werden immer größer. Da ist ja der Megadome.
Und wir müssen... Ach, guck mal, wir sind fast... Oh, wir sind sogar fast richtig. Oh, ist ja fantastisch. Ah, das sieht schon cool aus. Die Idee ist gut. Ja. Auch wenn es da vermutlich unfassbar heiß drin wird. Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr ins Wasser. Doch komme ich. Oh Gott. Dann ist schon ein Boot. Das ist jetzt gefährlich da vorne. Ja. Hier ist übrigens noch eine Lücke. Ist die gewollt? Weiß nicht. Genau in der Mitte? Da war doch die Leiter. Ja, 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 aber wir haben ja jetzt die Treppe. Keine Ahnung, ob die gewollt ist. Ich glaube, dass die Lücke nicht gewollt ist. Ach dann. So, dann sind wir gleich da. Vermelde, wir haben nur noch ein Stack Holz. Bäume sind aber fast fertig oben. Wir sind angekommen, Mode aus. Vorsicht, Haie. Huiuiuiui, sind die aggressiv. Hast du die getroffen? Nee, nee. Ich hatte dem einen noch eine, mit Taschenlampe. Ihh, Kakerlaken. Geht doch. So. Oder ist es bei mir so viel heller als bei dir? Bei mir ist es schon recht dunkel. Wo gehen wir eigentlich lang? Warte mal. Wir gehen jetzt in Richtung Storage Area, Generator und Cafeteria. Also ich sehe noch die ganzen Farben und so ganz gut. Keine Ahnung. Kommen Sie, kommen Sie. Oh Gott, vielleicht nicht runterspringen. Einfach wie ein Wahnsinniger. Warum? Fallschaden? Quatsch. Quatsch, sagt er. Kletter trotzdem runter. Cafeteria? Cafeteria. Ich weiß auch hier halt nicht, ob sie irgendwas verändert haben, irgendwas überarbeitet haben. Warte. Ah, Feinde. Das haben sie. Au! Au! Ja. Machst du noch ewig? Ich hätte einen zweiten Speer eingestecken. Offensichtlich nicht. Willst du mal schnell einen Speer holen gehen? Ja. Aber ich glaube, das wird nicht die einzige Ratte gewesen sein, die wir hier unten finden. Meinst du? Ich habe so ein Gefühl. Ja. Das ist neu. Ich stehe einfach hier auf einen sicheren Posten. Ja, guck zum Bild, ne, du Kackratte. Aua. So viel ist nicht mal sicher. Du scheiß Anker. Na, gib mir den Fleisch, du Ratte. Gib mir dein Fleisch! Hallo? Tis, tis, tis. Captain Tully ordered us to push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Tully doesn't care. Hope you're faring better, Hannah. Much better. Das sind garantiert die von Balboa Island. Ja, schick. Die finde ich aber. Ich glaube, die ist neu hier mit dem Ratte.
Auch mit dem Bücherregal hier. Voll hübsch. Hm. Aber nichts dahinter. Sein können, dass da was dahinter ist. Da gibt es jetzt irgendwie hier zwei Wege. Ja, hier ist ein Haufen Plastik. Und hier ist noch irgendwas. Teil eines Generators? Okay. What? Oh, Ratte. Warum liegt hier... Was? Warum liegt da ein ganzer Generator irgendwo hier rum? Ist noch irgendwas hinter versteckt? Nee, okay. Because video game logic. Ja, okay. Das wird sein. Genau, von da kamen wir. Oh, Ratte. Aua. Oh, guck mal. Noch ein Teil eines Generators. Ja. Warum nicht, ne? Ja. Von der anderen... Die Tür war fest verschlossen. Okay, die geht auf. Ich gehe nochmal ganz kurz hier hinten gucken, wo es hier hingeht. Mhm. Ah, das ist nur der Rundweg. Okay. Da hast du nichts vergessen. Ach, das. Ja, ich erinnere mich. Daran erinnere ich mich aber. Und zwar gibt es erstmal ganz viel auch mit Essen, falls du noch Hunger hast oder so. Ich sehe ja noch ganz viel Essen liegt hier rum. Ja. Und dann müssen wir die Generatoren reinpacken. Üh, Generator läuft! So, und jetzt ist die Sache. Pass auf. Kennst du das hier noch? Also du kannst mit dem Teil... Kennst du diese ja. Puzzles? Ja. Wichtig ist... Pass auf, komm mal ans Fenster ran. Wir müssen da rüben hin, wo Surface Access steht, ne? Und siehst du das hier unten? Das Gitter? Ja. Schaffst du es, da hinten den Weg hinzubauen zum Gitter? Dann mach mal. Ich habe es im Stream gemacht, deswegen darf ich jetzt heute mal delegieren. Ich habe mich beim letzten Mal im Stream nämlich damit richtig geärgert. Nee, sieht schon gut aus. Ja, sieht gut aus, aber... I have to think. Ich glaube, das geht jetzt aber schon, das reicht glaube ich schon. Nee. Doch. Ach so, weil da eine Lücke ist, ja. Ich glaube, da können wir schon lang. Ist aber ist unten aber dann schon Gitter. Doch, das ist schon da. Nee. Doch? Komm, Nein. Komm runter. Komm. Komm und guck uns. Worum wetten wir? Um eine Mühe. Oh, okay. Mhm. Das sah von oben nicht so aus. Was ist das? Titanerz. Und eine Machete. Wow. Ja. Und du machst Titanerz mal weiter auf. In den Kisten sind richtig viele Items. Ja. Oh Gott. Und Glas, genau. Und ich habe einen Bücherstapel gelernt. Yay! Titaniumerz. Das ist richtig gut. Sehr schön. Und dafür gibt es ein Achievement, wenn man hier reinkommt. Ja. Cool. Gerade das Titanerz ist natürlich super wichtig. Also was witzig ist, bei Regina und Mac gibt es auch so ein Rätsel. Abgeguckt. Eindeutig abgeguckt. Eindeutig abgeguckt. Das ist so zum Ausgang, ne? Genau, jetzt zum Surface Access. Hm. Ah! Oh, ich sehe, was du machst. Oh mein Gott, was ist das für ein 150-Q-Brain-Move gewesen? Ja, geht. Meine Güte, Chucky! Wenn man das Regina und Mac-Rätsel hat, dann ist das keine Herausforderung. Ach, das ist ein Spiel für das ich mich tue. Kannst du mal bei Lars im Let's Play gucken. Er hat da ein bisschen länger gebraucht als ich. Also Ach, wenn Lars Mac diese, ist mir zu hoch, das wenn, weiß ich. Wenn Lars diese Folge sieht, bitte Flashbacks bekommen. People upstairs are already upset about the extreme rationing. Now we're at the mercy of the waves.
And those rafts on the horizon are coming closer by the hour. I'm sealing up the reactor now. I don't care what Captain Tully says. I really could have used you here, Hammer. Ach, okay. Boah, man muss hier so oft hauen, der Speer ist schon wieder fast halb kaputt. Meiner ist gleich kaputt, aber ich habe noch eine Machete. Ich fand eine Machete. Ja, ja. Und wir sind ja gleich oben, dann können wir ja den Rückweg haben. Okay. Wo ist diese andere verschlossene Tür? Okay. Okay. Ja gut. Okay. Ganz schön mit dir. Oh Gott, wir müssen laufen. Hier, komm her, komm her, komm her. Ja. Oh Gott. Weil die Tür aufgebrochen ist, glaube ich, oder? Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen wieder zum Generator. Okay. Ja, hier, komm. Hui, 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 hui. Denn jetzt haben wir hier die Treppe zur Plantation Area. Area. Oh. Beide, guck mal. Weißt du, ist da hier der Rand vorbei oder was? Was? Wenn ich hier. Wenn du das hier nicht weißt, darfst du einmal neu laden. Oder was? Ja. Ja. They're screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. Tangaroa is a lost cause. We're getting out of here. Ah. Und da geht's zurück zu Loading Bay. Kommen wir denn da auch zurück? Ja, das ist für die Galeria. Aber wir wollen ja eigentlich zur Plantation, aber oder? Waren wir hier schon? Ja. Ach ja. Das heißt, dass die Leute von Balboa Island krank hierher gekommen sind. Deswegen waren keine Leute mehr auf Balboa Island. Weil die krank hierher gekommen sind und wollten die gar nicht überfallen. So interpretiere ich das jetzt gerade jedenfalls. Ja doch, das war ja ein Schlagplan, den wir da gesehen hatten. Ja, aber wenn das erste Boot anlegt und dann... Oh. Ein Kind kommt. Und die Eltern krank sind, klingt das weniger nach einem Schlachtplan. Der Boden ist Lava. Ich nehme Erdbeeren, du Bananen? Ja. Weil da ist ein Bananenbaum. Ich glaube, den kann man fällen. Du hast ja auch das Holz. Oh. Nee, komm mal. Doch. Gut, dass ich die Axt mitgenommen habe. Stimmt. Oh Gott. Klebeband! Tape. Hammer. Okay. Au, erstmal reingesprungen. Not to mention the infestation. We'll be starving by the end of the year, if not sooner. Nana. Nana? Da waren wir schon. Okay. Hast du den Generator gefixt? Oder das, warum das ist? Und die Tür ist auf. Okay. Den können wir jetzt... Ja. Weitergehen. Ah, eine Axt ist vielleicht kaputt. Ja, wir sind ja... Also, das hier ist, glaube ich, ganz ehrlich, das hier ist die einzige regelmäßige Quelle von Erdbeeren und Bananen, soweit ich weiß. Okay. Aber wir brauchen wieder drei Klebeband. Das bedeutet, wir müssen hier eh vermutlich hin und wieder hin. Wenn wir Erdbeeren und Bananen haben wollen. Genau. Das Schöne, dass sie von selbst nachwachsen. Oh, and they strap tasers on all the butler bots. It's like some kind of dumb guerrilla war upstairs.
We're fixing up a boat, but there's no engine. The raft kid thinks we can take one of the golf cart engines. It's not a bad idea. Captain Tully and the investors are still up in the tower. I say leave them there to rot. Okay, es ist also doch ein Krieg, aber dann ist... Das eine Kind ist halt irgendwie vorausgefahren und... Ja. ...hat die gewarnt. Weil es halt einfach seine Eltern retten wollte. Mhm. Und nicht Krieg führen wollte. Oh, das ist so episch, wenn man hier hochkommt. Mit dem, mit der Statue von dem Besten. Was hier auf uns zukommt. Pack meinen Bogen aus. How someone his age was able to reconstruct an engine like that, I'll never know. But now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more survivors before we head off. The rafters either hid up in the apartments or left to sea. Most of them seemed sick. No wonder they were so desperate. We need to hurry. Those large rats that came with the rafters are aggressive. Yeah. I say let them chew Tangaroa into pieces. I'm coming for you, Hannah. Remember the place we heard about? The sanctuary? Sanctuary! There. I know it. I'll see you there. Utopia. Utopia! Aua! Warte, deine Pfeile. Sorry, hier. Lass mal ein... Hast du noch eine Axt? Nein. Okay, dann lass mal hier über die Bäume hier. Kannst du alle fällen. Oha. War schön, dass die Bananenbäume unten von selbst nachwachsen. Ja. Schon gesagt. Mist, falsche Plattform. Müssen mal gucken, welche Plattform die ist, wo unser Schiff ist. Weil ich bin relativ voll. Und ich würde gerne auf jeden Fall den Rückweg schon mal parat haben. Gerade auch den Axt müssen wir wiederholen, weil wir so viel Holz haben. Wir müssen es, nicht jetzt machen, alle Bäume, aber... Was denn? Ja, so viele Bäume. Ja, wir müssen noch nicht alle Bäume mitnehmen. Ja, aber trotzdem. Aber da haben wir auf jeden Fall... Das ist so viele sind. Auch nicht. Das ist halt echt, das lohnt sich eigentlich jetzt wirklich hier das Holz zu plündern. Um unsere Bauvorhaben. Dann können wir nämlich wirklich sagen, wir bauen das ganze Floß aus vernünftigem, aus diesem stabilen Holz, weißt du? Ja. Weil du immer gesagt hast, zu Recht, dass es so viel Ressourcen kostet, aber mal ganz ehrlich, bei den Mengen an Holz, die hier sind. Ja. Ja, mein Trinken geht mir raus. Ich hab noch ein. Ich hab noch Smoothies. Auch nicht! Irgendwas finden wir es noch. Essen geht mir gerade eher aus, sehe ich. Naja, also ich habe noch ein bisschen, so ist es nicht. Ich meine, es gibt vier Wege, wir haben jetzt drei von vieren abgesucht. Ich glaube, es gibt vier. Oder ist es als Kreuz aufgebaut? Nee, kann es sein, was das vierte ist. Hä? Was wir aufmachen. Ja, wieso sollte das nicht gehen? Ja, weil, wenn es das... Das ist so, doch, dann müsste jetzt das nächste... Offen sein, aber es ist... Was ist es nicht? Unser Piratenschiff. Das sind wahrscheinlich sechs, weil da sind ja auch überall so Wabenstrukturen. Das macht so viel Sinn! Vielleicht sechs Eingänge. Das macht so viel Sinn! Können wir das Boot kurz hier rüberfahren, oder? Ja. Das sind nämlich, oh Gott, Haie! Haie auch. Natürlich erwischt er mich noch. Ja, mich hat er auch erwischt. Ich fahr mal das Boot dahin. Mach das. Ich geh mal ganz kurz, ich habe noch eine fast kaputte Axt. Ich geh mal ganz kurz ein bisschen Holz da oben schon mal fällen. Hm. Bring Palmblätter. Logisch. Genau so sehen Palmen aus. Jetzt war eher aus wie Stieleichen, aber gut. Okay, das war die Axt.
Ganze 8 Holz. Ja, wie ist der Plan jetzt? Nein, wir füllen jetzt unsere Vorräte wieder gerade ein bisschen auf. Ja. Deswegen, ich dachte, du angelst gerade, um Vorräte aufzufüllen, deswegen. Ja, weil ich nichts anderes zu tun hatte gerade. Genau. Ich hätte sonst gemacht, also Essen und Trinken hätte ich sonst gemacht, wenn du jetzt das nicht gemacht hättest. Und dann gehen wir hier wieder rein. Ich sammle jetzt nur sozusagen als Überbrückung, sammle ich jetzt schon mal hier Holz ein. Bis du sagst, du bist soweit fertig, dann komme ich wieder zurück und... Dann gehen wir da rein und erkunden ein bisschen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!